Hallo, ich habe hier eben beim Aufräumen ein Tool gefunden, das nennt sich Rechnungsdownload im Kundenkonto. Dieses im Kundenkonto muss ich deshalb so betonen, weil ich habe schon ein Tool namens Rechnungsdownload vor 2 Jahren oder so veröffentlicht. Dem geht es darum, Rechnungen im Admin-Menü gesammelt runterzuladen, also dann als ZIP. Und im ZIP sind PDFs, die dann noch benannt sind, so wie man es gerne hätte. Also nicht diese standardmäßigen kryptischen Dateinamen, sondern zum Beispiel Rechnungsnummer.pdf. Gut, aber jetzt geht es um Rechnungsdownload im Kundenkonto. Der Name lässt es schon erahnen und es ist, ich setze mich dafür gar nicht an den Rechner. Ich zeige einfach, im Kundenkonto sieht man ja seine letzten Bestellungen und warum nicht, wenn es da einen Rechnungslink zu gibt, also schon mindestens eine Rechnung zu generiert ist zu dieser Bestellung, einfach die Downloadmöglichkeit anbieten. Es ist alles vorhanden, was man braucht. Spart für den Shopbetreiber Anfragen von wegen, können Sie mir bitte nochmal meine Rechnung schicken? Ja, man kann sich einloggen ins Kundenkonto und da die Rechnung ganz einfach runterladen. Wenn es zu einer Bestellung mehrere Rechnungen gibt oder eine Rechnung und eine Stornorechnung, sind logischerweise mehrere Links zum Download bei dieser Bestellung im Kundenmenü. Und ja, es ist keine Garantie, dass man nicht doch noch Anfragen bekommt, von wegen, können Sie mir bitte die Rechnung nochmal schicken. Bei mir auf der Website im Kundenkonto sind auch die Rechnungen zum Download bereit und trotzdem bekomme ich hier und da mal eine E-Mail von wegen, bitte die Rechnung nochmal schicken, ist ja kein Thema. So, was gibt es noch? Einzige Einstellungsmöglichkeit. Die Texte bzw. den Text kann man bearbeiten. Gambio Admin, Inhalte, Texte anpassen, suchen nach der genannten Phrase oder zu sehenden Phrase und dann einfach, da ist dieses Font Awesome Download-Icon mit drin. Das kann bei Bedarf ausgetauscht werden und das Wort Rechnung ebenso. Gambio Tool, Rechnungsdownload im Kundenmenü. Link zur Bestellung, es ist nicht teuer, es ist nicht kostenlos, aber auch nicht teuer, in der Videobeschreibung.